Diamantes, deine Balestrinas sind geladen. Auf was schießt du? Ja, schauen wir mal. Distanz. Ja, warum nicht? Ich Schuss nach schieße. oben. So nach oben. Ja, na klar. Es war kein Steilschuss, oder? Das wären dann sonst die Steilschüsse nach oben, ja. Also 9 Meter, 10 Meter und dann eben nach oben gerichtet. Wenn du da eben auch dann die 45 Schritt, 45 Grad nach oben machst oder noch mehr, dann Ich würde ich auf würde alle Fälle jetzt den 45, Steilschuss 45 Grad würde ich ansetzen. auch schon einen Steilschuss nennen, da hat er recht. Ich würde da jetzt den Steilschuss ansetzen, dafür sind die Ist da. vollkommen okay. Drei freie Aktionen mache ich. Dann sind wir alle auf 6 und somit auf Mittel. Bist du Meisterschütze? Natürlich. Dann darfst du den Steilschuss sogar ignorieren. Aber ich wollte ihn trotzdem angesagt haben. Regel ist Regel. Ja, deswegen habe ich auch gefragt und dann fiel mir ein, ach, ist es egal. Ja, ich ziehe meine zwei Ballestrinas, halte die nach oben und ziele ja knapp auf die Visiere. Denn das scheint das einzige Effektive zu sein, wo ich mit durch die Rüstung hindurchkomme. Ja, zwei Schüsse. Innerhalb von zwei Aktionen. Also ich lasse sie nicht gleichzeitig, ich schieße nicht gleichzeitig, sondern immer eine Aktion versetzt. Und dann gebe ich dir mal die Angriffe. Erschwernisse können wir draufrechnen, wenn es wichtig ist. Ja, da ist es beispielsweise nicht wichtig. Und bei der 15, ich kriege eine 10er Erschwernis durch den Schuss aufs Auge. Mittel ist eine plus 4er Erschwernis. Das Ziel ist ebenfalls Mittel, das heißt plus 2er Erschwernis. Ich erleichtere es mir um 2 wegen Entfernungssinn. Da ist es mit der 15 auch noch geschafft. Um 2 Fortan Punkte. hat sich Diamantes seinen ersten Titel verdient. Rabenauge. Gut, dann mache ich die beiden einäugig und aus dem Kampf und der letzte, der verbleibt, flieht irgendwo hier runter. Tick-Tack, das Gebet von Yalan Ich verklingt. glaube, da ich Yalan ja durch seine Entrückung ein ziemliches Leuchtfeuer für alles Dämonische darstellt, bin ich mir nicht sicher, ob er sich wirklich jetzt noch, wo die anderen im Grunde erledigt sind, im Hintergrund halten möchte. Der Aber Chakar mich nicht eigentlich siegt für die Zeit. beanrufen möchte. Du hältst dein Gebet bereit und betest und betest. Und dann kommt der Angriff aus dem Hinterhalt. Chakar greift dich an. Und zwar hat er eine höhere Initiative als du. Du musst auf alle Deswegen darf er Fälle angreifen. den ersten Biss. Das geschafft. 2w6 plus 7. 14. Drohne. Musst du selber würfeln. 19 Kopf. Oh, da kommen sogar 7 durch. Aber nicht verdoppelt. Und er Er kann kriegt noch im Übrigen auch den nicht. zweiten, denn ich brauche beide Aktionen diese Runde. Gut, er hat ja auch noch einen dritten, aber ich gebe dir trotzdem die Pranke noch einmal. 3. So, wieder ein Treffer. 11. Zone? Achso, muss ich selber machen. Waffen hier. 4. Echtes Bein. 11. 11 bleiben in der 11 hängen. Wie viele Lebenspunkte hast du? 22. Und dann bricht der Wolkenhimmel auf. Was der Ordnung der Welt spottet, das kann in der Ordnung nicht sein. Was dem Licht ein Greuel ist, das kann im Licht nicht sein. Und was das Gesetz der Welten bricht, das kann nicht rechtens sein. Und was nicht sein kann, sagt Janan, als er die Zähne fletscht, als sich die Zähne des Dämons in seiner Rüstung verkrallen, das vergehe. Ajos Domina, Ajos Und dann schlägt er mit einem himmlischen Klappern auf den Dämon ein. Ich Ein möchte meinen Chip gedrehter verbrennen, wenn sonst ihn niemand hergeben möchte. Strahl aus dem Himmel ergießt sich nach unten. Es gibt zwar keine Sonne, immer noch wolkenlos verhangen, aber eine kleine Öffnung. Du gibst deinen Schicksalspunkt aus, verbrennst ihn wofür? Diamantus, möchtest du? Ich hab dir gesagt, du kannst meinen haben. Okay, dann verbrennt Diamantus seinen Schicksalspunkt, denn normalerweise vernichtet der warnstrahlende Dämonen mit Für 500 eine oder weniger. große Veränderung möchtest du ihn verbrennen? Was ist die große Veränderung? Für gewöhnlich sind Dämonen mit mehr als 5 Hörnern gegen die schlimmsten Auswirkungen des Bahnstrahls gefeit. Und dieser hier mit 7 ist ein besonders mächtiges Exemplar. Aber Praios ist gnädig und so vergeht auch dieser zu Staub. Es glüht und brennt. Ich habe mehr Haare, die stinken bleiben übrig, als du in weiß-goldenem Licht geblendet wirst. Für die nächsten 7 Tage bist du blind, Yalan. Aber der Jakar ist verbrannt.
Und damit wird es wieder still. Der Dschungel war leise. Keine Tiere, die ihr gehört habt. Nur der Kampfeslärm. Die Trollzacke haben schon vor weitem, vor langer Zeit aufgehört zu kämpfen. Das Knurren des Zantims ist verknurren. Die Bandstrahler lassen ihre Waffen sinken. Die Rote Legion, die Kamortgarde, die noch übrig sind, in den Dschungel abgeschlagen. Sie blicken jetzt zu dir, zu ihrem Symbol, dessen Namen sie tragen, dem heiligen Bandstrahl. Und ein gleißendes Licht, was von dir ausgeht. Nur noch ein wabernder Schimmer, eine Präsenz von Praios da selbst. Jalan existiert nicht mehr in dieser Form. Er ist einfach nur eine weiße Gestalt, ein weißer Schemen, ein weißer Schatten. Wie hoch ist deine Drückung? 93. 7 Punkte. Bis nach Alvaran. Und damit, mit diesem heiligen Licht, können auch Rafim, geblendet, halbtot, und auch Zulamin langsam erwachen. Alles tut weh. Diese Hurensöhne. Geht das euch gut? Ja, bleibt still liegen. Ich suche mal im Gürtel nach dem Heiltrank, den sie hoffentlich bei sich hat. Zulamin hat keinen Heiltrank mehr. Verdammt. Diamantes! Ja, Kapitän! Und hier? Hier ist gut. Zulamin ist schwer verletzt. Habt ihr noch einen Heiltrank? Ich habe meinen vorhin getrunken. Jalan! Jalan, habt ihr noch euren Heiltrank? Asche. Gut, dann würde ich mal Fetzen von meiner Robe reißen, oder die untere Hälfte wahrscheinlich. Aber die saubere Hälfte drückt man mal so aus. Ich weiß nicht, ob die untere Hälfte sauber ist, wahrscheinlich gar nichts mehr richtig, aber ich probiere Sauberstellen an meiner Robe zu finden, die wahrscheinlich Ärmel oder wie auch immer. Und probiere sie damit provisorisch zu verbinden, damit sie nicht verblutet hinten. Ja, sie hat wahrscheinlich eine ziemlich übel aussehende Kopfwunde. Also so, das Blut ist ihr über die Augen gelaufen und ja, sie bekommt sie auch gar nicht richtig auf, weil das alles verklebt ist. Muss ich gerade überlegen, die Heilkunde Wunden ist erschwert um die Anzahl der Wunden, glaube ich. Und nein, die Heilkunde Wunden ist erschwert um die höchste Zonenwundenerschwernis. Kann ich mit Selbstbeherrschung 14 aufstehen oder zumindest kriechen? Ihr habt überlebt mit einem Lebenspunkt. Wunderbar. Dann möchte ich mich erst auf Jalan stützend, aber der bewegt sich vermutlich nicht und ist immer noch im Gebet vertieft, dahin durchschlagen und Abel mir meinen Heiltrank in die Hand drücken. Seid ihr sicher? Ich habe schon... Nein, das wäre gelogen. Macht es einfach. Oh, mein Kopf. Nun gut, hier, Zulamin trinkt. Vorsichtig, in langsamen Schlucken. Team, du lebst. Ja. Sie schmiegt den Kopf, blutig wie er ist, so in deine Kniebeuge und lässt sich den Heiltrank anflößen. Ihr denkt bestimmt dasselbe, was ich auch denke. Diese Narben werden wunderbar aussehen. Oh. Was ist mit Jalan? Warum leuchtet er so? Er hat den Dämon einfach zu Staub verwandelt. Er hat göttliche Kraft in diese einfach herunterbeschworen. Und er ist so Asche im Wind geworden. Ja, das ist groß. Ich sag es ja nicht gerne, aber Kraios Vult. Versucht ihn anzusprechen, in diese derische Sphäre zurückzuholen. Abelmir,
Ich kann mich gerade nicht bewegen. Also gut, nehmt den Kopf von Philomen. Der. Ich habe es schon probiert, Kapitän, aber er stammelt nur Unverständliches vor sich hin. Asche. Verdammt. Was tun wir? Ich schau mich mal nach allen Seiten um. Hier können wir noch nicht bleiben. Erinnert euch an diesen Dämon, an diese katzenartigen Dämon, den wir im Dschungel gesehen haben. Ich glaube, der müsste immer noch da sein. Aber ich dachte, Yalan hat ihn erwischt. Ja, das war nicht der einzige Dämon, der hier umher war. Ich weiß nicht, ob die säuretriefende Katze hier noch irgendwo ist, aber der andere Dämon, der Pader, muss hier noch irgendwo sein. Ja, Diamantes, such, warum wir hier sind. Aber das ist doch, wie ich dachte, in der anderen Pyramide. Sammeln! Die hier noch übrig sind. Dabei könnt ihr erkennen, wie Pyrovin von Orkenfeld mit blutiger Rüstung nach oben stolziert geht, noch einmal den roten Legionären einen Tritt gibt, sodass sie dann tot, wie sie sind, in den Kanal fallen und dann die Treppe nach oben steigt. Die Sonnenlegionäre verbeugen sich vor ihm und lassen ihm Platz. Die Kämpfe sind beendet. Wir haben den Treuzacker den Rest gegeben. Und auch den anderen. Sie fliehen allesamt. Was ist hier geschehen? Ich habe den Zahnt umgebracht. Alles Asche. Ich habe den Bandstrahl gesehen. Ihr glüht. Kommt wieder runter. Mein Gott, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Wie oft hat er die Gürtel angerufen? Braucht ihr Heilung? So oft es nötig war. Natürlich benötigen wir Heilung. Seht euch doch um. Ich sehe es. Die Toten werden wir später betrauern. Ich werde noch einige Zeit mit meinen Männern hier bleiben. Jetzt müssen wir erst einmal dafür sehen. Moment. Er greift in seinen Rucksack und holt dann Würselkraut hervor. Genug für alle. Hier. Vielleicht habe ich noch etwas Tee. Nein, auf dem Schiff. Auf dem Schiff habe ich noch etwas Tee. Wenn ihr wollt, seid ihr eingeladen. Danke sehr, aber das ist... Wir haben zwar die Dämonen hier besiegt, aber das war ja auch nicht der Grund, weshalb wir hergekommen sind. Nein, das stimmt wohl. Ich werde mit den Bandstrahlern sprechen. Die Treuzacker sind soweit besiegt, wie gesagt. Auch die Rote Legion und die Kamordgardisten, sie haben gesehen, dass wir ehrene Ziele haben. Ich hoffe, dass sie uns nun in das Grabmal vorlassen. Und bei allem Respekt, aber die Bandstrahler haben ihren Standpunkt schon klar gemacht und... Dass sie auf euch nicht hören, haben sie auf jeden Fall unterstrichen. Warum soll es Yalan greifen und nicht versuchen? Ihr seht im Hintergrund, wie Yalan die Treppe hinunter stolpert. Ihr habt das Gefühl, er fällt gleich. Ja, jetzt fang doch mal jemand diesen Hund. Also, Bajowin fällt dich auf. Ihr merkt das, er geht, so wie immer, wie er versucht, besonders sicher zu wirken. Aber er tritt anders einfach mal daneben, rutscht irgendwie eine halbe Stufe. Oh. Ihr. Oh, Freund, ruhig. Fliegen könnt ihr noch nicht. Sie sind alle tot. Bis auf den Landfahne. Aber wir haben ein Ziel. Dort. Und er zeigt irgendwo grob nach links. Ihr meint die zweite Pyramide. Wollt ihr mit den Bandstrahlern sprechen? Ein weiteres Mal. Sie sind die Diener Albuins, auch wenn sie es nicht wissen. Sie werden gehorchen. Er ist gnädig, denn er sieht alles und er weiß alles und er kennt seine Kinder. Aber ach, Gnade so muss man sich verdienen. Dann redet ihr mit ihnen. Ich habe zumindest ihren... den Speichellecker vom Wahre der Ordnung habe ich nicht gesehen. Redet mit ihnen. Vielleicht kann man wirklich mit ihnen reden. Sagt Gilborn sagt, wenn eine Aufgabe es wert ist, getan zu werden, ist sie es wert, dass man dafür stirbt. Und so wankt er weiter die Treppe hinunter. Philomen, geht es dir wieder gut? Kannst du
dich auf deinen Beinen halten? Ja, der Trank wirkt. Zulamin ist gerade dabei, sich mit ein bisschen Wasser aus ihrem Trinkschlauch das Gesicht so weit zu reinigen, dass sie wieder klar sehen kann. Wir sollten ihm folgen, oder? Ja, sollten wir. Helft mir, Kapitän, wir nehmen Rafim unter beiden Armen. Das wäre eine Kraftanstrengung. Ja, gut. Ihr links, ich rechts. Hi. Also, als ich dich fallen gesehen habe, Rafim, dachte ich, es wäre mit uns allen vorbei. Ich dachte nicht einmal, dass das möglich wäre. Ja, mir geht's auch gerade nicht so gut. Als sie nach unten kommt, könnt ihr erkennen, wie Yarlan vor den Mannstrahlern steht. Sie selbst haben sich abgekniet auf einem Bein. Und als einer der Bandstrahler ihren Helm abgenommen hat, könnt ihr sehen, wie die blonden Haare darunter hervorlugen. Seine Frau. Donato. Donato Lumini von Zorgan. Herrischer mein Name. Aus dem Gefolge des Gerovin Cassius. Wie können wir euch dienen, mein Herr? Die Diener der alten Ordnung haben ihren Tod verschwiegen. Sie führen euch nur Narren. Sie verlügen und verheizen euch. Sie betrügen euch. Aber Paulus sieht euren Gehorsam. Und er sieht euren Einsatz. Und er ist gnädig. Folgt mir nach, Bahnstrahl. Und wir werden eine neue Ordnung errichten. Ich muss berichten, der Protégé von Gerovin Cassius ist geflohen. Wanfried von Winterkalt hat sich abgesetzt. Er hat sich vielleicht ein Boot genommen. Wir wissen es nicht. Er ist gegangen, nachdem die Kämpfe losgingen und in den Dschungel das Geschrei war. Die heilige Hildemara spricht, an ihrem Tod sollt ihr sie erkennen. Oder an ihrem Leben. Er hat sich zu erkennen gegeben. Die Wahrheit seiner Seele offenbart sich in seinen Taten. Sieht euch mir an, Bahnstrahler. Ich werde euch zu Möglichkeiten führen, Sünden reinzuwaschen, die für 10 Leben reichen. So schreitet ihr durch die Szenerie. Die Stufen des nächsten Tempels nach oben. Bis ihr dort am Sockel den Eingang findet. Und wieder eine Treppe nach unten. Tiefer und tiefer windet sich die Treppe hinab. Das Licht ist seltsam stumpf, wenn es von Yarlan ausgeht. Eure Schritte klingen, als würden sie durch schwere Vorhänge hindurch gedämpft. Die Wände aus großen, feingefügten Quadern, sie glänzen leicht matt. Hier und da schimmern einzelne Einschlüsse, wie winzige Sterne in einem dunklen Stein. Euer Zeitgefühl wird schwächer. Habt ihr den Einstieg eben erst begonnen? Oder seid ihr schon wieder seit Stunden unterwegs? Aber es ist ein anderes Gefühl. Alle Lichtquellen werden kraftlos. Nur der Strahl von Yarlander selbst ist makellos. Hell und weiß. Auch wenn du den Weg nicht siehst, aber du tastest dich in deiner Blindheit. Schritt um Schritt. Sicher. Durch die Gänge. Fürchtet nicht. Jeder Mann ist ein Funken in der Finsternis. Wir fürchten uns nicht. Yarlan, Adjada. Denn die Rechtschaffenen kennen eine Furcht. Hier entlang. Ja, er geht immer noch wie ein Blinder, aber er scheint sehr genau zu wissen, wo er hin will. Es hält ihn nicht davon ab, ein oder andere Mal mit der Schulter in irgendeinen Baum zu rammen. Dann endet die Treppe und ihr steht in einem großen Raum. Zeichen der Ordnung, die hier angebracht sind. Es gibt auf der nächsten gegenüberliegenden Tür ein Symbol von einem mächtigen Helden und einer anderen Gruppe, die neben ihm kniet. Wer geht vor? Ich denke, das steht außer Frage. Habe ich mir gedacht. Er greift ein, zweimal ins Leere, bis er dann endlich die Tür erwischt und sie aufschieben kann. Du gehst durch den Raum, bis du dann vor einer unsichtbaren Wand stehen bleibst.
Was tun die anderen? Ja, ich und Diamantis sind wahrscheinlich schwer beschäftigt, Raffin überhaupt auf den Beinen zu halten. Ich vermute mal, Sulamin hat sich auch irgendwo bei uns eingehangen und wir schleichen so Arm in Arm. Wahrscheinlich folgen wir dem Licht, was Yaran ausstrahlt. Mehr schlechter als recht und halbtot. Wartet, setzt ihn kurz ab. Vielleicht kann ich. Also, Sulamin sieht schon wieder besser aus. Also, der Heiltrank hat auf jeden Fall so weit gereicht, dass sie selber gehen kann. Und ich möchte gerne einen Heilsiegen auf Raphim sprechen. Denn Raphim ist unglaublich groß und schwer und ich glaube, wir tun uns da echt schwer. Irgendwelche Erschwernisse oder Erleichterungen? Nein, keine Erleichterung. Gut, dann nehme ich die Dreier-Erleichterung aus meiner Entrückung. Du bekommst noch Mitbeter. 10. Die Sonnenlegionäre schaffen vor Ordnung, die Bandstrahler folgen euch. Ich glaube, es ist egal, weil es ist nur ein Segen. Ja, aber wenn man deine Mitbeter LKP-Stellen generieren können, kriegst du davon auch welche. Gut, dann werden das durch die 3er Erleichterung und ja, die 18 bleiben übrig. Also mit Mitbetern auf jeden Fall. Aber Raffin kann den Wundsegen nicht. Den Nahrungssegen war nicht. Das ist egal. Ich auch gerade nicht beten und ist auch nicht wichtig. Die Bandstrahler sind aber Akoluten. Okay. Ja. Passt schon. Ist nicht so wichtig. Also, Raphim bekommt 12 Lebenspunkte zurück. Und zwar sieht es so aus, wenn Abelmir und Diamantis ihn, naja, kurz mal gegen die Wand lehnen, tritt Sulamin vor ihn hin und umarmt ihn einmal, also legt ihm so die Arme um den Bauch. Aranja, heile dich, mein Bruder. Und für sehr viel mehr reicht's dann auch eigentlich nicht. Und ja, dann schaut sie ihn erwartungsvoll an und wartet, bis wir dann alle gemeinsam wieder Yalan folgen können. Der steht immer noch vor einer unsichtbaren Wand. Ja, Raphim würde die Augen etwas weiter aufreißen. Er bekommt wieder ein Lächeln ins Gesicht und er scheint sich umzuschauen. Wo sind sie? Wer? Ich war noch nicht fertig mit ihnen. Asche. Sie sind tot oder geflohen. Wir sind mit ihnen fertig geworden, Raphim. Heiklinge. Aber danke. Ihr müsst euch bei Sulamin bedanken. Ja. Dann lasst uns sehen, weswegen wir hergekommen sind. Wir müssen dich jetzt nicht mehr tragen. Ja, ihr müsst mal ein paar Liegestütze machen. Wo ist Greifenmund? Dort vorne, das helle Licht. Ja. Kreis ruft nach ihm. Ja, ich würde mich wieder auf zwei Füße stellen und Richtung des Lichtes warten. Als sie auf ihn zukommt, werdet ihr auf ein Knie gedrückt. Ordnung. Ein Anführer. Der Rest folgt. Und erst als eure Gruppe vor Jahren auf das Knie gegangen ist, verschwindet die unsichtbare Wand. Und es geht weiter. In die Pyramide. Und dann könnt ihr es sehen. Auf einem Sarkophag. Eine Abbildung einer Person, die dort in das Fundament gedrückt ist. Das Fundament des Sarges. Könnt ihr darauf erkennen, mit einigen Haken platziert. Dalor. Das Schwert. Dalors Klaue. Das vergiftete Vermächtnis. Mit einer Ausstrahlung. Es riecht. Es riecht nicht nach Reinheit, nach Ordnung,
sondern nur nach altem Blut. Jalan, fass es nicht an. Braios, vergib uns. Wir, die Unwürdigen, die Zurückgebliebenen. Denn die Besten sind schon tot. Und wir tragen nur die Asche und die Glut der alten Welt. Und natürlich kann alle Entrückung der Welt mich nicht davon aufhalten, nach dem Schwert zu greifen. Du tust es, Jalan, Goldhand. Dann ohne Arm und wieder Eisenarm geheißen, greifst ein weiteres Mal zu. Ein Schwert mit breiter Klinge. Im letzten Drittel verjüngt es sich etwas, eine leichte Krümmung, die aufgewiesen wird. Die Waffe hat die Jahrhunderte ohne Beschädigung überstanden. Nur die Lederumwicklung am Griff hat sich im Laufe der Zeit abgelöst und ist zerfallen. Die metallene Scheide befindet sich im guten Zustand. Der Klingenstahl dunkel angelaufen. Und trotzdem, dass es hier seit Jahrhunderten liegt, oder seit einem Jahrhundert, nachdem es umgebettet wurde, spürst du eine Hitze, die aus Darados Klauen steigt. Die Lichtreflexion von Jalan, die in einem schillen, kaminroten und violetten Spektrum leuchten, einige hellere Akzente fehlen. Eine unruhige Aura, die nun mit dem Schwert spielt und gegen die Entrückung von Jalan streitet. Die Präsenz der Waffe. Sie fühlt sich an wie ein stechender Blick, aber du kämpfst sie nieder. Das eigene Bewusstsein von Darados Klaue. Deine Entrückung greift einfach in das Schwert hinein und drängt diesen Geist aus dem Schwert hinaus.